Im Zuge ihrer Oberösterreich-Wahlkampftour war Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Mittwoch auch in der Redaktion der Oberösterreichischen Nachrichten zu Gast. Im Online-Chat stand sie eine Stunde lang Lesern Rede und Antwort. Im Anschluss hat sie Politikredakteur Heinz Niederleitner noch zu einem kurzen TV-Interview gebeten. Frau Dr. Glawischnig, die Grünen verteilen im Wahlkampf Kondome. Wollen Sie der selbsternannten Partei der Liebe, der FPÖ, damit Konkurrenz machen? Also das Jugendmagazin ist von unserer grünen Jugend entwickelt worden. Also die machen ihren eigenen Wahlkampf. Und ich bin dafür auch schon zu alt, dass ich wirklich beurteilen kann, also wie man mit jungen Leuten ins Gespräch kommt. Und sie machen es jetzt auf diese Art und Weise. Das Magazin ist, glaube ich, was Außergewöhnliches. Also ich war überrascht, dass da auch wieder ein nackter Oberkörper vorkommt. Also diesmal David Alaba. Aber es sind auch Themen drinnen, wo ich das Gefühl habe, dass man bei 16-Jährigen auch schon einmal ansetzen kann. Es geht um die Frage, wie werden Tiere gehalten, auch Biokosmetik und solche Themen. Also ich denke, die werden das gut wissen, dass das passt, und ich hoffe einfach, dass es erfolgreich ist. Sie wollen damit wirklich 500.000 Jugendliche auch direkt persönlich in Kontakt kommen. Es stehen Vorwürfe im Raum, die Grünen hätten Anfang der 90er Jahre vom Regime von Muammar al-Gaddafi 4 Millionen Schilling erhalten. Können Sie das ausschließen? Das ist aus meiner Sicht eine glatte Lüge, und ich werde jeden in der Sekunde klagen, der das weiter behauptet. Eine Klage gegenüber den freiheitlichen Spitzenkandidaten Strache ist bereits in Vorbereitung. Das machen wir. Da verstehe ich keinen Spaß. Apropos kein Spaß, nach dem Wahltag kommt der Ernst, da geht es dann eventuell auch um Koalitionsverhandlungen. Was wäre aus Ihrer Sicht für die Grünen der bevorzugte Koalitionspartner? Also eine Partei ist für mich definitiv ausgeschlossen, das sind die Freiheitlichen, die haben so viel Schaden angerichtet. Bund jetzt, Schwarz-Blau, aber auch in Kärnten, das darf es einfach nicht mehr geben. Bei ÖVP und SPÖ ist für mich beides vorstellbar. Allerdings brauchen wir viel Unterstützung, um mit viel Rückenwind aus einer Position der Stärke auch unsere Anliegen auch gut verhandeln zu können. Und das ist der Einsatz für die Umwelt, also mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben, das ist die Korruptionsbekämpfung, strengere Gesetze, dass das nie wieder passieren kann. Und das ist vor allem auch Bildungsreform und leistbares Leben. Und um das werden wir, wenn wir die Möglichkeit erhalten, auch sehr, sehr hart verhandeln. Aber entschieden wird es am Wahltag, und da hoffe ich auf jede Stimme. Wir brauchen auch wirklich jede Stimme. In Linz sind die Grünen massiv gegen den Bau des Westrings. Stehen Sie da auf derselben Seite? Da kann ich Sie nur zu 100% unterstützen. Also wenn wir uns vor Augen führen, wie viel Geld da aus meiner Sicht wirklich vernichtet werden soll, auf Bump, das heißt, unsere Kinder und Kindeskinder werden auch diese Schulden abzahlen, verstehe nicht, warum man über sowas überhaupt nachdenkt. Also ich würde mir wünschen, dass man, wenn man schon in Österreich und die Republik macht, das Schulden macht, dass es für die Schule, fürs Bildungssystem, für die jungen Leute, was wirklich was davon haben, und nicht in Stadtautobahnen, die man heute nie wieder so planen würde. Also da haben Sie meine volle Unterstützung. Frau Dr. Glawischnig, Sie kommen aus Oberkärnten meines Wissens, aber man merkt es eigentlich relativ wenig. Können Sie einen kärntnerischen Satz sagen? Naja, das geht schon noch, aber ich bin halt jetzt auch schon das halbe Leben halt in Wien, und natürlich passt man sich da ein bisschen auch an, aber also sobald ich mit dem Rolf Holub zum Beispiel rede, dann kärntnert es schon wieder ordentlich. Ja. Natürlich bemühe ich mich allgemein verständlich zu sprechen, aber das Kärntnerische geht, glaube ich, noch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr.